Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem total außerplanmäßigen, wahrscheinlich auch erst irgendwann um 9 oder 10 Uhr abends hochgeladenen Video. Aber ich muss einmal ein dickes, fettes Dankeschön an Sturmwaffel ausrichten, auch wenn er das wahrscheinlich niemals sehen wird. Egal, ich habe mir sein neuestes Video angeguckt, guckt euch das auf jeden Fall mal an, das ist der Hammer. Und da hat er dieses Sell Me Something Weird or Confusing gezeigt. Puh, ich habe schon bei seinem Video gelacht ohne Ende. Dann war ich kurz auf der Seite, habe zwei, drei Sachen. Ich muss mal eben gerade mein Handy zur Seite legen, weil Mama schreibt. Klar, natürlich, um 10 vor 8. Hab da fünfmal oder so durchgeklickt und bin aus dem Lachen nicht rausgekommen. Es gibt so einen krassen Scheiß im Internet zu kaufen. Und wie es hier unten schon steht, weird or confusing, because there's a lot of strange stuff out there. Und ich will einfach mit euch zusammen mal so ein paar Seiten durchgehen, die hier angeboten werden. Leute, ich habe mich Schrott gelacht. Wir gucken einfach mal. Man muss immer so ein bisschen, manche Sachen sind auch einfach nicht lustig. Aber wir schauen mal. Ja, okay. Okay, Katzenvideos. Katzenvideos sind okay. Kann man mit leben. Sharp. Whole wheel. Was? Was, Alter? Guckt es euch bitte mal an. 1080 Euro für so ein... Jo. Kann man mal machen, ne? Sich so ein Stück Käse für 1080 Euro kaufen. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich heute so ein merkwürdiges Pink im Hintergrund habe, hier wegen dem Please-Button. Der ist auch so schön pink. Da habe ich gedacht, komm, passe ich mich mal an, mache ich alles pink hier. Was ist das denn? Und was ist mit dir los? Warum bist du so glücklich? Du willst doch gar nicht glücklich sein. Du denkst dir doch gerade, Alter, muss man da wirklich einfach dem die Bälle vom Kopf werfen oder muss man die Bälle? Stellt euch das mal bitte vor, wie da jemand steht und ihr schmeißt den mit Bällen. Oh mein Gott. Hey, aber zum Premiumpreis von 15 Euro. Eine hässliche Mütze mit Bällen dran. Geil, finde ich gut. Nee. Für den ganz Faulen unter euch, der es noch nicht mal mehr schafft, im Bett zu liegen und den Kopf hochzuhalten. Der kann sich einfach so eine Brille kaufen, damit er an die Decke starren kann und trotzdem Fernsehen gucken kann. Oh. Oh. Oh, danke, danke, danke. Oh, fuck, ey, ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Ist das geil, ey. Hey, aber ein Schnäppchen für fast 11 Dollar. Geil. Könnte ich mir, ja, geil, mit Datenblatt, alles, was dazugehört, ne? Richtig gut. Könnte ich mir auch mal kaufen. Puh, okay. Jetzt ist mir warm. Puh, okay. Stopp. Kurz Pullover ausziehen. Bin gleich wieder da. So, und weiter geht's. Jetzt so. Meine Güte, hier kommt man ins Schwitzen vor lauter Lachen. Ernsthaft. So, weiter geht's. Achso, das kenne ich schon. Das ist auch richtig gut, aber das ist eben auch schon ein Sturmwaffels-Video. Das ist auch. Ja, da bin ich am Überlegen, ob ich nicht einen Kater von Evil Unicorn kaufe. Vor allen Dingen,
Cats love it. Ja, genau. Wer kennt sie nicht, diese Katzen, die so unglaublich gerne einfach mit so einem Einhorn-Ding offen, mit so einem, oh mein Gott, ey. Mit so einem Latex-Vibrator-Dingen, ey. Oh, nee. Oh, geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Ja, Milo. Felix. Ihr kriegt Evil Unicorn Horns. Freut euch. Für $6.84. Oh. Nothing. For the person who has everything. Naja, gut, komm. Also das ist jetzt auch nicht so lustig, ne? Puh. Sorry, we couldn't find that page. Butters and Marge. Meet the Dogs auf Amazon. Okay. Was ist das? Flip to the back. Ist es ein Kalender? Ist ein Kalender wie Schafe, Ziegen. Wie Ziegen im Baum hängen? 12 Seiten? Wie Ziegen im Baum hängen oder was? Kann doch nicht euer Ernst sein. Wer hängt sich denn sowas bitte in die Wohnung? Vor allen Dingen, es gibt da Reviews zu. Best Tree Code Kalender on the market. Nee. Oh, das ist mir zu viel. Oh. Love the goats in trees. Bought 2 calendars just to cut out the picture of the goats in trees. Stellt euch mal vor, ihr kommt in so eine Wohnung rein und da hängen überall Bilder von Ziegen auf Bäumen. Wer kauft sich denn sowas? Was ist denn mit euch? Ah, auch schön. Extraordinary Chickens. Oder Nonnen haben Spaß. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es geht gar nicht mehr. Ich drehe am Rad, ey. Oh. Puh. Kurz. Kurz beruhigen und Mama schreiben, okay? Bis gleich. So, Tränen sind getrocknet. Ich habe mich kurz wieder zusammengekriegt und jetzt geht's weiter. Mein Gott, ey. Kenne ich auch schon. Kenne ich auch schon. Ist ab dem 3. Januar. Kenne ich schon. Ich lach da jetzt nicht drüber. Nein, nein, vielleicht sollte ich mal... versuch nicht zu lachen, damit machen. Ja, würde ich so verkacken. Weiter geht's. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Nein, alles ist gut. Wer kennt's nicht? Wer möchte nicht seine Tastatur haben wie... Frühstücksbuffet. Kennt ihr das nicht, dass ihr morgens aufsteht, euch an die Tastatur setzt und denkt, boah geil, meine Tastatur sieht nach Frühstücksbuffet aus? Ist richtig gut. Ja? Guckt es euch an. Oh, ist es nice. Ist es nice. Auch diese... Kann man darüber? Ich will darüber. Guckt euch mal die Maus an, die ist so richtig krass. Ja? Die ist richtig übel. Hier so da, da und da unten, da, da in der Ecke, die Maus. Seht ihr das? Diese richtig krasse Animation. Das ist einfach alles mit dem Computer gemacht und dann auch noch schlecht. Guck mal, wie die Tasse aussieht. Ey. Wie der Schatten von der Tasse aussieht auch. Der Bildschirm wirft einen Schatten nach unten, die Tasse aber nach rechts. Okay, da waren Spezialisten am Werk. Okay, es geht besser, es geht besser. Was ist das?
Ein UFO-Detektor. Internal Magnetometer Interface with Microcontroller. For 24 hours, 7 days a week monitoring for magnetic anomalies. Well, that have been reported with many UFO sightings. Für fast $90 natürlich. Leute, das hat keiner gekauft, oder? Sowas kauft doch keiner. Da gibt doch keiner eine Dings für ab. The 8, of course, what? So, da. Ja, okay, Brad. This little gizmo is a bargain and twice the price and much more accurate than the voice in my head. Okay. Okay, gut, komm, wir machen weiter. Mein Gott, ich kann nicht mehr. Das ist zu viel für mich. Kamaputra? Nein, nein, nein. Ich höre auf, ich gehe weg. Ah, 52 Wege, um richtig zu kacken. So ist das nämlich. Was ist das? The Fun Animals Coloring Book. Fazer Funny, natürlich. Oh, nee. 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 Okay. Underpants for your hands? Auch gut. Wonderful Gift. Was soll man damit machen? Wofür sind die? Wofür braucht man sowas? Meine Nase läuft schon vor lauter Lachen. So, jetzt hier, was schreibt ihr? I mean, I always wanted my crotch and my hands to have more in common. No, they do. Don't eat brown or yellow food with these. Der Rallye-Streifen auf der Handunterhose. Oh, ja, weil was habt ihr jetzt? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist das bitte für ein... Also nicht, dass ich es irgendwie gerade super lustig finde, aber was ist das denn für ein Buchtitel? Knitting with dog hair. Better a sweater from a dog you know and love than from a sheep you'll never meet. Man sich in diesem Buch tatsächlich einfach irgendwie Anziehsachen aus Hundehaar basteln oder was? Gut, okay. How to avoid huge chips. Das ist die Lösung. Ich muss es mir kaufen. Krass. Ich weiß ja selber nicht, wie ich denen aus dem Weg gehe. Also hier, was gibt's hier? 91 fucking Dollar für ein Buch, wie ich großen Schiffen aus dem Weg gehe? Die gehen hoch bis fast $200 für dieses Buch? Yeah.
es vergrößern. Ich will es vergrößern. Ich will es größer machen. Da. Bei Meetings. Ja, stellt euch mal vor, ne, so sitzen da 20 Leute und du packst auf einmal deinen Sack aus und packst den über deinen Kopf. Kann ich? Oh mein Gott. Take a nap anytime, anywhere. Weil der Sack macht es ja auch so viel besser. Ich hab noch so eine Mütze, die dann für Glatzenträger oder so. Die hatte dann oben so Haare. Das war so eine Halbcap. Und die hatte oben so Haare. Das war zu herrlich. Na gut. Guckt einfach selber mal. Sucht bei Google nach Sell me something weird or confusing. Es ist unglaublich lustig. Man kann es nicht in Worte fassen, wie man sich hier drüber Schrott lachen kann. Mama hat schon wieder geschrieben. Es ist aber auch gerade nervig so mitten in der Aufnahme. Hör mal auf damit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten sehen wir uns irgendwie, ich glaube, morgen wieder zur nächsten Folge. Morgen kommt alles. Morgen kommt Hexit und morgen kommt GTA und alles. Und da sind übrigens auch noch Videos, die ihr mal anklicken könnt. Ich bin total durch. Ich habe zu viel gelacht. Und ich sage wie immer, bis denne.